Herzlichst willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu meiner Tierarztpraxis in Australien. Wie immer, vergesst nicht gleich, den Like-Button zu drücken. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, hi, herzlich willkommen. Schön, dass du dieses Video anschaust. Ne? Ich gehe davon aus, dass du den ersten Teil auch gesehen hast. Wenn du es da noch nicht gemacht hast, einfach mal abonnieren. Ja? Mach's jetzt einfach bitte. Drück einfach unten drauf, abonnieren, guckt euch ein bisschen auf dem Kanal um, guck mal so in die verschiedenen Playlisten, da ist bestimmt was für dich dabei. Herzlich willkommen auch natürlich an alle Eltern, die hoffentlich gerade mit ihren Kindern zusammen gucken. Also Mama oder Papa, wenn du das hörst, sei gegrüßt. Ja, kannst du auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob da jemand das zusammen mit seinen Eltern guckt oder ein Elternteil zusammen mit seinem Kind. Das ist natürlich auch super interessant. Also liebe Grüße an alle da draußen, die es gerade schauen und hören. Wir setzen mal unser Spiel vor. Wir waren richtig gut beim letzten Mal, haben den kleinen armen Känguru geholfen. Wir werden jetzt mal weiterfahren und gucken, was wir noch so für eine Mission haben. Welche Tiere wir zu retten haben. Ich gucke mal auf die Karte. Da ist ein Aussichtspunkt. Mission habe ich jetzt mal gerade nicht. Ich weiß nicht ganz, was diese roten... Sind das Tiere, die kaputt sind? Oder bin ich jetzt erstmal fertig mit der Mission? Ich weiß nicht, was dieser rote Punkt zu bedeuten hat. Oh, da komme ich nicht rauf. Fast das Auto kaputt gefahren. So, wir schauen mal. Oder muss ich erst nach Hause... Oder muss ich erst nach Hause fahren? Wir machen jetzt mal hier einen schnellen... Boah, hier die Steppe ist ja auch unendlich groß. Ist das überhaupt eine Steppe? Ne, wie nennt man das denn in Australien? Das Outback. Au. Die Wüste. Die Tundra. Oh ne, jetzt habe ich mich am Zaun festgefahren. Ne? Das ist natürlich... Oh, eine Handbremse bräuchte ich. Dann könnte ich hier ordentlich rumdriften. So. Ah. Sieh da an. Was ist hier los? Hallo. Hey. Hey du. Alles okay mit dir? Oh, da hinten kommt noch ein Fohlen. Ja, das ist das große Pferd. Ich bin nur weit weg. Oh, da kommt... Das ist geklont. Guck mal. Ach, bin ich nur zum Beobachten hier? Das ist ja super schön, Mann. Das ist ja super schön. Da kommt noch eins. Oh, was machen die denn da? Machen die das nur für mich? Was? Oder ist da irgendwas? Nee, die fressen da, ne? Die fressen das. Ach, das konnte ich mir nur angucken. Oh, Mois, ist das süß. Das ist ja total süß, ey. Boah, ist das Spiel cool. Das Spiel ist jetzt so cool. Habe ich das gerade erforscht? Habe ich das gerade entdeckt oder wie? Oder wer oder was? Ich bin noch nicht ganz so sicher, wie das hier alles funktioniert. Da hinten ging es zum Hof, glaube ich. Zu Ranch. Zu Praxis. Ich weiß nicht, was sagt man denn? Ranch, Praxis, Hof. Alles richtig wahrscheinlich. Also da fahren wir so ein bisschen rum. Vielleicht mal ein bisschen die Karte entdecken. Ist auch nicht so falsch. Ich fahre einfach mal auf der Straße, also die, was ich für eine Straße halte, den Weg. Ne, ich fahre hier auf der Autobahn entlang. Ach, guck mal, können wir da hinten hochfahren? Vielleicht. Boah, können wir auch in den Dschungel fahren? Ah ne, das ist die unsichtbare Mauer, die unser Auto kaputt macht. Interessant. Wir fahren jetzt mal hier rechts entlang. Oder muss ich abbremsen? Der Wendekreis vom Auto ist ein bisschen heftig. Lass mich rein. Geh erst, ich hab was zum Tor da drin. Das ist unglaublich. Ich muss da rein. Ich bin der Tierarzt. Ich muss einmal schauen, wie es den Tieren geht. Lass mich heute mal rein, bitte. Geh bittchen. Habt euch doch nicht so. Ich helf doch gerade bloß ein wenig. Ah, kann ich da auch nicht runter. Nein, kann ich auch nicht runter. Das ist ja der Wahnsinn. Aber das ist so jetzt mein Land. Aber da war ein Land, habe ich schon dabei. Das beisammen, gell? Ich muss aufpassen, dass ich nicht ins Österreichische hineinrutsche. So ein bisschen an den Schmäh, gell? Nicht, dass ich auf einmal der Werner-Tierarzt in Australien bin. Das möchte ich eigentlich nicht. So. Gut, jetzt schauen wir mal rein. So, was haben wir denn da für Tiere? Ist da irgendwas los? Flaggt da irgendwo ein Tier, was mir Hilfe braucht? Hallo, grüßt euch. Jetzt schauen wir mal dahinter. Vielleicht hat sich da ein Känguru versteckt. Oder der Bison. Oder ein Wiesent. Ich weiß nicht, oder was hat es denn da so in Australien für Lumpa-Bumpa-Tierchen? Muss ich mal gucken. Oder vielleicht solche Wombats, ne? Eine Freundin von mir lebt in Australien.
wenn du das siehst, Fio, liebe Grüße. die hat gesagt, die hat mir erzählt, dass die Wombats sind eine totale Plage, ey. Die Kängurus und die Wombats, das ist wie bei uns die Kaninchen. Und die sind ja die totale Plage. Ja? Voll schlimm, also ganz viel, die vermehren sich wohl wie die Kaninchen oder wie die Wombats, ne? In Australien sagt man das so, ist ein altes australisches Sprichwort, sagt man so. Sie nur da vermehrt sich wie ein Rudel Wombats. Ne? Da wird alles mit Wombats verglichen. Ne? Also, guck mal da, ach, du riechst ja wie ein Wombat-Käfig oder so, oder Alter, kämm dir mal die Haare, du siehst aus wie ein Wombat am Morgen oder sowas. Ja, und es gibt so Sprichwörter wie Wombat sagt dat, Wombat nicht und Womba nicht so laut. Oder wer Wombat denn da so laut? Ne? Bumpert sagt man ja bei uns. Also in Bayern sagt man Bumpert. Kennt ihr das? Wenn man so Geräusche macht, also so, wenn es irgendwo so nennt, dann Bumpert's. Oh shit, kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt oder ob das irgendwas Bayerisches ist, da bumpert's. Ich glaube, das ist irgendwas Bayerisches. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in Australia, da sagt man, oh, du, hello, mate, was wumpert denn da so? Das sagt man auf jeden Fall in Australia so. Genau, ist jetzt natürlich die Frage, wie machen wir das? Machen wir den Bayer in Australia? Oder machen wir den Australian, mate? Hello, how, mate, what's going up? Here in Australia, mate. Die sagen doch immer mate, oder? Ich glaube, die sagen mate. By the Aborigines, mate, there is this Wombat und this Kangaroo. Aber ich glaube, da, wo die Aborigines sind, ist nicht so viel Wombat, weil da ist so viel Wüste. Und ich glaube, der Wombat ist mehr in der Gegend, wo der viele Wald ist. Aber ich glaube, hier wombert kein anderes Tier mehr herum. Vielleicht sollten wir nach Hause fahren und uns ein Steak grillen oder so. Oder auch vielleicht eine Nicht-Steak. Oder vielleicht auch nur eine Vegetarian Veggie from the Soya Bean or something. Wir können mal gucken. Vielleicht hat mein Auto noch eine kleine Sandwich dabei. Oder auch nur eine Bratwurst von meinem bavarianischen Freund Hans. Hanswurst. Der Hanswurst. Ich weiß gar nicht mehr, wie habe ich ihn genannt? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, unser Tierarzt. Dr. Med Vet. Wie habe ich ihn genannt? Vielleicht muss ich ihn umbenennen. Wombat. Dr. Med Wombat. Wombadrew. Also eine Mischung aus Wombat und Kangaroo. It do you get it? Ihr versteht mich, nicht wahr? Aber das ist okay. Mate, verstehst du mich, Mate? Alle so, jetzt Maul. gut. Wir gucken mal hier. Zurück an das Tierarzthaus. Bei, wieso vergesse ich immer die Namen meiner eigenen Charaktere? Das ist richtig schlimm, ne? Das habe ich oft sowas, dass ich den eigenen Namen meiner Charaktere vergesse. Ich gehe jetzt da wirklich hin und guck nach, wie wir heißen, Leute. Guck mal hier. Guck mal, Mate, the Boomerang's Mate. Boomerang, Mate. Mate Boomerang. Hier kannst du dich umbenennen. So. Und der heißt. Ah ne, Eberfisch. Eberfisch, das lasse ich so. Das ist gut. Eberfisch. Eberfisch kann ich nicht sprechen gut. Mein Vater kam aus Deutschland. Aus Bavaria. Hanswurst Eberfisch. Hanswurst Eberfisch. Wildhüter. Um ein paar Erfahrungen zu sammeln, ja, solltest du erst einmal mindestens fünf Tiere behandeln. Mate. Ich weiß, Mate. Danke, Mate, für die Information. Die hast du mir letztes Mal schon gegeben. Aber ich weiß nicht, wo die Tiere sind. Muss ich die finden oder ist die Mission irgendwo? Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, zu der nächsten Mission zu kommen, Mate. Sollte ich irgendwas kaufen? Ach, vielleicht geht der Tag. Ich kann den Tag beenden. Ich habe jetzt schon eine ganze Folge nur hier so rumgehupft und habe nur Unfug gemacht, Mate. Vielleicht, ich mache Feierabend, Mate. Bist du sicher, dass du den Tag beenden möchtest? Ich mach den Tag gleich, Kollege, Mate. Aber vorher, ich grill mir noch ein paar Bockwürst von meinem Vater Hanswurst. Hanswurst Eberfisch. Ich vergesse den Namen. Safe wieder bis zum nächsten Mal. Sieh an. Wir sind eh schon. Da mache ich eine neue Folge, mache ich da, glaube ich,
fuhr die Hanswurst Eberfisch. Warum laufe ich zu Fuß? Ich habe doch ein Auto. Oh, was ist denn da hinten? Ein Riesenbaum. Oh, guck mal an, wie groß dieser Baum gewesen sein muss, als er noch gelebt hat. Meine Freunde, meine liebe Freunde, da kann ich ja durchlaufen durch diesen Riesenbaum. Gebt ihr das mal, das ist ja abgefahren. Oh, dieser Baum ist auch noch hohl. Der ist ein Hole in the Hole Baum. Kann ich da durchklettern? Ich glaube nicht. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, meine lieben Friends. Und dann beginnen wir einen neuen Tag. Ich gehe jetzt schlafen. Ich bin schon ein bisschen müde. Und dann sehen wir uns wieder mit dem Abenteuer von Dr. Professor Matt Wet Eberfisch. Okay? Bis bald. Immer schön den Like da lassen, meine lieben Freunde. Und ja, bis morgen. Tschüssing, ne? Tschüssing. Eberfisch in the house.